Detektiv auf der Suche nach dem Mörder. Electronic Detective. Gestatten, James Parker, Detektiv. Gerade kam die Nachricht rein, dass die gute Doris im Hafen erschossen wurde. Um den Fall zu lösen, werde ich die 19 Verdächtigen hier verhören müssen. Und wahrscheinlich, sagen die aus Angst, nur das Nötigste, wie immer. Aber ich muss schnell sein, die Konkurrenz ist auch schon an dem Fall dran. Also, dann nehmen wir uns mal als erstes hier Lenny Little vor. Ja, herzlich willkommen. Wir sind schon mittendrin in der Vorstellung des Spiels Electronic Detective, das computergesteuerte Wer war der Täter-Spiel mit über 130.000 Mordgeheimnissen. Wie im Vorspann gesehen von Arxon 1979 für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren. Und wenn wir den Karton öffnen, dann sehen wir auch schon den Hauptakteur des Spiels, nämlich den Electronic Detective. Und dann gibt es hier noch ein paar Hinweise in dem Inlay hier, zum Beispiel, das sei das Nonplusultra Wer ist der Täter-Spiel. Und so weit hergeholt ist das nicht, denn das Spiel ist heute noch richtig gut. Und wie das funktioniert, ist auf der linken Seite schon mal so ganz kurz angerissen. Da möchte ich eine Passage gerne vorlesen, weil ich die so niedlich fand. Denn da steht, in seinem gewaltigen Computergehirn hat der Electronic Detective alle Alibis und so weiter gespeichert. Genau. Und wir packen das jetzt erstmal weiter aus. Ja, im Karton, da ist zunächst mal die Anleitung, ein Kurzleitfaden und eine ausführliche Anleitung. Beide Dokumente tun sich doch recht schwer, das Spiel angemessen zu erklären. Etwas sperrig, aber wenn man es einmal gespielt hat, dann hat man es verstanden. Ja, dann haben wir hier den Electronic Detective, der ist ungefähr 30 cm breit, wiegt so 565 Gramm. Und es ist aber nicht viel drin. Ist sehr groß, aber hat viel Luft innen drin. Wir schauen mal rein, da haben wir den Lautsprecher ohne Lautstärkeregelung. Und auf der anderen Seite dann die Platine. Da ist drunter eine 4-Bit-CPU, Texas Instruments basiert, die kennen wir schon aus anderen Spielen. Ja, auf der Rückseite, da haben wir ein Batteriefach, da kommen 6 Mignon-Zellen rein, das ist ganz gut, also keine großen Babyzellen. Netzteilanschluss gibt es leider nicht. Okay, dann haben wir hier einen Notizzettel. Da kann man dann diverse Antworten der Verdächtigen eintragen. Das erinnert ein bisschen an Cluedo, aber das finde ich besser hier. Gut, dann haben wir die Verdächtigen und zwar als Karteikarten. Die haben alle so ein kleines Porträt, verschiedene Fragen sind da drauf, alles unterschiedliche, die man fragen kann. Das kommt dann nachher hier so rein. Und das ist natürlich wieder ganz nett gemacht. Ne? Das ist wie so ein Karteikasten und dann kann man sich hier so die verdächtigen Karten rausholen und hier hinlegen und dann mit der Befragung beginnen. Ja, das ist der Inhalt. Ich denke, wir starten einfach mal ein Spiel. Ja, auf geht's. Wir schalten das Gerät ein und entscheiden uns, wie viele Spieler wir sein wollen und wie hoch der Schwierigkeitsgrad 1 bis 3 sein soll. Ich nehme mal 2 und 1 Spieler und wenn ich jetzt auf Eingabe drücke, dann geschieht der Mord. Aufgepasst! So, und wir erhalten eine Information, nämlich 1 und C. Lenny Little, das ist nämlich die Nummer 1, wurde ermordet und scheidet somit erstmals Verdächtiger natürlich aus und wurde ermordet in C. Das kann man dann hier, so eine Legende drunter kann man sehen, aha, auf einer Kartenparty, also im Spielclub ist Lenny ermordet worden und das sind genau die Fakten, die wir dann in den Bogen eintragen. Und jetzt liegt es an uns, dann immer mehr Informationen zu sammeln, bis wir nach dem Ausschlussverfahren wissen, wer ist denn jetzt der Mörder. Und dann geht es jetzt darum, Zeugen zu verhören. Und jeder Zeuge, der hat so, oder gleichzeitig auch Verdächtiger, hat verschiedene Fragen. Zum Beispiel, wohin flüchtete der Mörder? War die Mordwaffe eine 38er? Wo war die 38er versteckt und so weiter? So, und wenn man jetzt einen Verdächtigen befragen will, dann drückt man hier oben auf Verdächtiger, gibt die Nummer ein, also das ist die 3, und Eingabe. So, und jetzt erscheint hier im Display eine 3. Und ein großes A, und das heißt hier Pepe, der sagt geradeaus, ja, er war am Stadtrand, und zwar in der Kunstausstellung, und das sind dann auch wieder Dinge, die wir dann entsprechend in den Bogen eintragen. So, und das ist jetzt eine Information, die alle Mitspieler sehen, also das heißt, jeder Mitspieler, der schreibt jetzt mit, und jetzt habe ich die Möglichkeit,
noch private Fragen zu stellen. Das heißt, jetzt stelle ich konkrete Fragen an den Verdächtigen, die die anderen Mitspieler, die auch versuchen, den Fall zu lösen, nicht mitkriegen. Zum Beispiel war die Mordwaffe eine 38er. Es sind zwei Waffen im Spiel, eine 45er und eine 38er. Und anhand dieser Waffe kann man dann den Täter nachher überführen. So, also stelle ich jetzt hier die Frage Nummer 4. War die Mordwaffe eine 38er? Das ist eine private Frage. Die Frage Nummer 4, Eingabe. Und Pepe sagt ja, das war eine 38er. Auch das trage ich hier oben in meinen Bogen dann ein. Und dann hat Pepe nämlich noch eine andere Frage. Also die Verdächtigen haben immer andere Fragen, die man stellen kann. Wo war denn die 38er versteckt? Das wäre die Frage Nummer 5, private Frage Nummer 5. Und das kriegen, wie gesagt, die anderen Mitspieler nicht mit. Und er sagt, das war der Ort Nummer F, also die Firma, da war die 38er versteckt. Und das trage ich hier dann auch wieder in den Bogen ein. Dann gibt es eine Regel in dem Spiel, die man wissen muss. Wenn ich jetzt irgendwann rausfinden will, wo versteckt sich gerade der Täter, der versteckt sich nie am Tatort, der versteckt sich nie, wo eine der beiden Waffen liegt. Also macht es Sinn, erstmal die Waffen rauszukriegen, wo sind die, um dann zu schauen, wer war mit wem zusammen. Und wenn ich einen finde, der am Fundort der Waffe ist, dann kann ich nach Fingerabdrücken fragen und kann dann letztendlich den Täterkreis weiter eingrenzen und irgendwann habe ich durch logischen Ausschluss halt rausgefunden, wer der Täter ist. Okay, wie gesagt, diese privaten Fragen kriegen die anderen Mitspieler nicht mit. Dann könnte man ja denken, ich könnte mogeln und stellen eine dritte private Frage. Dann sagt das Gerät aber, nee, lieber Freund, du hast deine zwei Fragen gestellt, jetzt ist der nächste dran. Und dann sage ich hier Ende Verhör. Und dann kann der nächste Spieler einen Verdächtigen aufrufen, zum Beispiel hier die Nummer 2, El Farouk. Und dann sagt man Verdächtiger Nummer 2, das ist jetzt der zweite Spieler auch dran. Und dann sagt wieder der Verdächtige, wo er denn war. Also der war in einer Kunstausstellung und der war zum Beispiel mit dem Verdächtigen Nummer 15 zusammen. Und das trägt man dann alles in diese Bögen ein. Ich spiele das mal einen Augenblick weiter, bis wir in die heiße Phase kommen. Wir stehen kurz vor der Aufklärung des Mordes. Sie haben alle möglichen Informationen zusammengesammelt. Täter war weiblich, floh Richtung Westen in die City, nämlich nach A, B oder C. Das Regelset besagt ja, der Tatort kann nie der Fluchtort des Täters sein oder dort, wo eine Waffe versteckt ist. Dann bleibt bei A, B oder C nur noch B übrig. Dann haben wir herausgefunden, in der Datei, in der Verdächtigenkartei hat diese Person eine ungerade Nummer. Dann bleibt eigentlich nur noch die Nummer 17 über Rose Petit. Und die klagen wir jetzt an. Dafür wird hier einmal auf Anklage gedrückt. Wir tippen die 17 ein und die Eingabe und sind gespannt, ob wir recht haben. Jawohl, und das ist die Lösung des Mordes. Die Nummer 17 hat den Mord begangen. Herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Ja, das war in groben Zügen, denn tatsächlich sind die Regeln noch etwas komplexer. Das Spielprinzip von Electronic Detective oder im Deutschen Electronic Detektiv, und das macht natürlich mit mehreren Spielern gleich viel mehr Spaß, aber man kann es immerhin auch alleine spielen. Im Mehrspielermodus wird dann auch viel wichtiger am Anfang, ob man 1, 2 oder 3 jetzt Level nimmt, nämlich ob man 1, 2 oder 3 private Fragen stellen kann. Und man wird natürlich neugierig, ne? Wenn die Spieler auf einmal Ling Tong laufend in den Zeugenstand hier holen, warum machen die das, was schreiben die sich auf, verziehen die eine Miene? Also da kommt noch so ein bisschen Würze ins Spiel und die Taktik ist natürlich ein zentrales Spielelement, dass man schaut, die haben ja alle verschiedene Fragenkataloge, die Charaktere hier, welche Frage passt zu meinem Problem? Ja, wer eine falsche Anklage erhebt, der ist aus dem Spiel raus und Sieger ist natürlich, wer das Ganze zuerst löst. Nach wie vor, auch nach all den Jahren, ein schönes Spiel, würde ich sehr empfehlen, wenn man es denn kaufen könnte, ist sehr selten. Wenn ihr eins seht, dann versucht das zu kriegen, wenn es nicht zu teuer ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interesse. Alles Gute. Ne? Ciao, mach's gut.